Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Deckvorstellung auf meinem Kanal. Was geht ab, Leute? Es wird mal wieder Zeit für eine neue Deckvorstellung. Viele von euch haben es gewünscht. Ihr wolltet das Deck sehen, was ich gegen Present mitgenommen habe. Das Knogger, Alola Knogger und Kangama Deck. Es ist super insane. Und ich würde dann im liebsten in dem Deck einfach 80 Karten spielen. No joke, es gibt so viele... Also es gibt 1000 Möglichkeiten, wie man das Deck spielen kann. Ich spiele es mit Jirachi. Einfach weil ich die Items relativ wichtig finde teilweise. Und Jirachi bietet sich tatsächlich ziemlich gut an. Man könnte Jirachi weglassen und Grün drin spielen. Aber man hat so viele Supporter, die man eigentlich spielen möchte. Deswegen, I don't know. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Erstmal kurz und knackig. Was macht denn Kangama? Kangama ist so der Main Attacker in dem ganzen Deck. Und zwar haben wir einmal Spirali mit das aktive Pokémon eines Gegners. Das ist jetzt verwirrt. Für eine Energie. Echt solide. Und für drei Energien, das heißt eine Feuerenergie und eine Double Colorless zum Beispiel oder eben ein Schweißer plus eine Feuerenergie. Wenn das aktive Pokémon als Gegner verwirrt ist, fügt diese Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu, das heißt 160. Mit Wahlband 190, wir spielen leider kein Wahlband. Ich sage 80 Karten in dem Deck, no joke. Und die GX-Attacke ist ebenfalls ganz gut für drei Colorless Energien und zwar ziehe 5 Karten. Die Attackenkosten sind relativ gering, liegt wahrscheinlich daran, weil Kangama super wenig KP hat. Also 180 ist halt terrible. Wenn Kangama 190 hätte, wäre es tatsächlich schon ein bisschen besser, weil Choice Band Pikarom one-hitted Kangama einfach. Das ist halt echt nicht so geil. Also es ist halt wirklich nicht gut. Das ist so das Einzige, was ich an der Kangama-Karte wirklich zu bemängeln habe. Ansonsten finde ich die Karte super solid. Dann haben wir Tragosso. Es gibt noch ein anderes Tragosso, was man spielen könnte. Aber ich habe mich für das Tragosso entschieden und zwar dieses Pokémon kann während deines nächsten Zuges nicht angreifen. Das ist eigentlich relativ strong, meiner Meinung nach, weil meistens will man im nächsten Turn eh Alola Knogger haben. Also man will eigentlich nicht unbedingt anfangen, weil man dann direkt First Turn zum Beispiel Ditto killen kann. Nur als Beispiel. Oder, ja okay, Kommandotan kriegt man nicht gekillt. Ditto ist eigentlich nur das beste Beispiel, auch wenn es eine Kampf... Schwäche hat, aber da gibt es dann auch natürlich noch andere Pokémon, zum Beispiel Zorak und Greninja, da ordentlich erstmal einen Kampfmove rauszuhauen, ist natürlich auch ziemlich strong. Das heißt, 80 Damage rein. Für Tragosso absolut so, die zwei Energien kann man entweder mit der Double Colorless oder einem Schweißer drauf bekommen, das heißt, auch da ist auf jeden Fall für Setup gesorgt. Dann haben wir jetzt verschiedene Alola Knogger. Das normale Alola Knogger, das nicht GX Alola Knogger, ist super, super situationsabhängig. Also erstens ist es ein Non-GX Attacker. Ganz, ganz wichtig. Und zweitens, lege für jede an die Pokémon Nice Gainers angelegte Energien eine Feuerenergie aus deinem Ablagestapel beliebig auf deine Pokémon. Ist gut gegen Pikarom. Und Brenner Knochenrang wirft 2 Münzen. Diese Attacke fügt 70 Schadenspunkte pro Kopf zu. Wenn eine oder beide Münzen Kopf zeigen, ist das aktive Pokémon Nice Gainers jetzt verbrannt. Wie gesagt, Non-GX-Attacker. Immer ganz nice, den zu haben. Und Tanz der Flammen halt, wie gesagt, gegen Pikarom eigentlich gar nicht so bad. Oder wenn der Gegner halt eben viel gesettert hat, dann kann es gut sein. Dann haben wir Alola Knogger GX mit der Fähigkeit Tastfluch. Wenn dieses Pokémon ein aktives Pokémon ist und durch eine Attacke deines Gegners Schaden erhält, auch wenn dieses Pokémon dadurch kampfunfähig wird, ist das angreifende Pokémon jetzt verwirrt. Und wie wir wissen, macht Wutstoß, wenn das aktive Pokémon deines Gegners verwirrt ist, fügt diese Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu. Es gibt verschiedene Varianten, wie man den Gegner dazu bringen kann, verwirrt zu sein. Einmal mit Alola Knogger und mit Kapu Fala. Davon kann ich euch vielleicht auch noch eine Variante zeigen. Dann haben wir auf jeden Fall Feuerknochen, das aktive Pokémon Nice Gainers jetzt verbrannt. Ja, man benutzt Alola Knogger auch ab und zu als Attacker. Also man rüstet den auf jeden Fall aus, man setup den auf jeden Fall. Und dann haben wir noch den Nirgendwo-Bumerang. Diese Attacke fügt 2 Pokémon Nice Gainers 50 Schadenspunkte zu. Der Schaden dieser Attacke wird die Schwäche und Resistenz nicht verändert. Wenn ein Pokémon durch diesen Schaden kampfunfähig wird, lege jenes Pokémon und alle anderen angelegten Karten ins Nirgendwo, anstatt auf seinen Ablagestapel. Auch situationsabhängig gut. Gerade wenn ihr wisst, okay, der Gegner spielt Rettungstragen, dann den ins Nirgendwo zu hauen ist auf jeden Fall super nice. Oder wenn er halt eben zurückzieht und nur noch richtig wenig Leben hat und auf eine Lola hofft, dann ist die GX-Attacke auf jeden Fall gut. Ansonsten empfehle ich euch Kangamas GX-Attacke für Cardwall eben. Dann haben wir Jirachi. Jirachi muss ich ja nicht erklären. Ich glaube, ja, wir alle wissen mittlerweile, was Jirachi macht. Dann haben wir ein Feldgebläse. Kann man mehrere spielen. Wir haben 2 Feuerkristall. Kann man mehrere spielen. Wir haben 2 Feuersteine. Kann man mehrere spielen. Wir haben 3 Nestbälle. Könnte man mehrere spielen, man könnte Hyperball spielen, man könnte mehr Pokécom spielen. Tausch finde ich relativ nice, wenn man zwischen Alola Knogger und Kangama hin und her wechseln kann, deswegen habe ich 3 Stück drin. Jetzt in Manufaktur einfach für Card Draw. Wir haben 2 Bromley, 3 Cynthia, 2 Kogas Volle, weil, ne, den Gegner verwirren ist auch nice. Wir haben 2 Lilly, wir haben 1 Major Bob, situationsbedingt gut. Wir haben 4 Schweißer,
einfach, ne, wir wollen die Feuerenergien draufklatschen. Es ist so einfach, einen Kangam oder einen Alola-Knogger in eine Runde zu setupen. Das ist so easy. Ich weiß nicht, ob ihr das Match gegen Preston gesehen habt. Da habt ihr es gesehen, wie einfach das ist, die Monster zu setupen. In Runde 5 hatte ich, glaube ich, 4 fertige Monster gesetupt und wir haben 4 Double Colors und 11 Feuerenergien. Man könnte vielleicht weniger Feuerenergien spielen, aber bisher bin ich absolut zufrieden mit den Feuerenergien so. Und man könnte jetzt noch eine Rettungsliege mit reinpacken, was super nice wäre. Man könnte mehr Feuersteine oder wie gesagt mehr Feuerkristalle reinpacken. Man könnte mehr Fake-Gebläse reinpacken. Man könnte Hyperbälle mit reinpacken. Man könnte... Es gibt 1000 Sachen, die man damit noch mit reinpacken könnte. No joke, es gibt richtig, richtig viele gute Karten, aber es sind halt eben nur 60 Karten, die man mitnehmen kann. Und ich habe es am Anfang mit 2 normalen Alola-Knocker gespielt. Habe mich dann aber, wie gesagt, für nur 1 entschieden. Wie gesagt, 9 GX-Attacker, wenn man ihn da nicht hat und ihr spielt gegen einen Pokémon, welches von GX-Pokémon nicht angegriffen werden kann, müsst ihr halt mit Dragosso angreifen. Immerhin hat Hooper aber, glaube ich, eine Kampfschwäche. Das heißt, das ist in Ordnung, aber rotiert er sowieso demnächst raus. Aber ja, das ist das Deck. Wir wollen uns das jetzt gleich anschauen. Ich hoffe, wir kriegen eine nice Runde hin. Deswegen, bis gleich. So, wir haben ein Match gefunden gegen Elektro-Psycho-Kampf-Pflanze. Einfach alles dabei. Ich habe keine Ahnung, was es für ein Deck ist. Legit ist hier ein Elektromünze, vielleicht Speaker rum. Aber dann würde ich mich fragen, was man für ein Pflanzenmon da drin spielt. Rayquaza könnte es sein. Bastra war Drache mit dabei? Ich glaube schon. So, wir haben jetzt hier. Ja, das ist solide. Ist okay. Noch eine Feuerenergie. Wenn wir noch eine Feuerenergie ziehen würden, wäre das richtig gut. Weil ich werde wahrscheinlich für den Feuerstein einen Alola Knogger wegschmeißen müssen. Was nicht ganz so geil ist. Aber okay. Schauen wir mal. Nee, es ist Chamele und Mosquito. Absolut insane. Hat eine Feuerschwäche, ist natürlich ganz gut für uns. Aber hat halt eben sehr viel KP. Aber okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Fire Support, wie gesagt, aktuell super strong, deswegen lohnt sich das, einfach als Fire Deck zu spielen und mit Alola Knogger zusammen, finde ich es halt einfach super nice. Super, super sweet. Okay, er hat auf jeden Fall Jirachi im Lead. Ich hätte auch super gerne Jirachi im Lead. Er holt sich einen Zapdos, okay. Ist irgendwie ein Zapdos-Deck, aber da ist auch noch irgendwie Chamele und Mosquito dabei. Bisschen Energie gönnt er sich direkt. Eieiei. Das ist nicht so geil, weil wenn wir jetzt keinen Starter-Pokémon haben, dann böllert der uns halt gleich um, ne? Weil wir haben halt eine Pflanzenschwäche. Das wäre natürlich nicht so gut. Also Dragosso stirbt sowieso. Der stirbt nächste Runde safe. Und er holt sich direkt seine 3 Zapdos. Ja, gut. Was kriegen wir denn? Ein Kangama, okay. Das heißt, wir hauen mit dem Feuerstein einen Alola Knogger und eine Feuerenergie weg. Holen uns 4 Feuerenergien. Haben wir 4? Ja, sollten 4 Feuerenergien haben. Dann gönnen wir uns den Schweißer. Zack, zack. Auf Kangama. Wie gesagt, Dragosso stimmt nichts oder sowieso. Da haben wir das nächste Dragosso. Dann haben wir Kangama. Dann haben wir hier noch eine Feuerenergie. Und dann beenden wir den Zug. Okay. Ja, nicht optimal, aber in Ordnung. Kann man mit leben. Kann man mit leben. Alright, Hyperball. Into Anego und... Noch ein Hyperball war das? Alter, wie viele Hyperbälle der hat? Was soll der sich jetzt noch? Ein Zapdos? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich gespannt, was er spielt. Holy shit. Okay, er holt sich das normale Mosquito. Die beste Energie ist auf jeden Fall schon mal weg, das ist ganz gut. Aber er haut natürlich jetzt... Moment, macht der seine Schwäche und Resistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an? Zählt er die beste Energie dazu? Kann er dieses Dragosso hier auch wegböllern? Das wäre crazy. Das weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Ja, nein. Er geht direkt für seinen GX-Move. Okay, er will direkt die 2 Preiskarten. Interesting. Ich überlege gerade, in Alola Knogger zu gehen... Nee, das lohnt sich, glaube ich. Na, wobei. Na komm, wir versuchen es mal. So, hier haben wir noch einen Jirachi. Dann gönnen wir uns die Feuerenergie. Wir gönnen uns Alola Knogger. Und wir gönnen uns eine Cynthia. Ich überlege gerade für den GX-Move zu gehen. Ich weiß nicht. Irgendwie sehe ich das nicht so. Wenn nächste Runde können wir dem richtig einen reinhauen. Der macht nur 190. Nee, der macht mehr als 100. Ah, nee, der kommt nicht auf die Dings. Der kommt nicht auf seine elegante Sohle. Ja, nächste Runde können wir ihm halt ordentlich eins reindrücken, ne? Ja. Dann machen wir das so. Machen wir das so. Wie gesagt, die Fähigkeit ist halt super nice, ne?
Auch die Rückzugskosten mit 2 bei Alola Knocker finde ich sehr cool und 3 bei Kangam okay. Aber die 2 auf den. Oh, Wahlband. Auf Zapdos. Kann er switchen? Er bereitet sein Moskito schon mal vor, ist in Ordnung. Kann er Zapdos schon raus? Okay, hat einen Bromley. Wieder mein Jirachi um. Hätte mein Jirachi umboxen können. Aber okay, sehe ich trotzdem. Mit Elektrokraft. Ja, doch, sehe ich. Besonders, weil wir jetzt halt keinen Bromley. Okay. Ich habe nichts gesagt. So, wir gönnen uns den Bromley. Wir gönnen uns eine Double Colorless. Ja, nicht optimal. Aber okay, wir gehen für den Vollknochen. Bumm. 180 Damage, geburnt. Super nice. Ich weiß nicht, ob er eine Lola spielt. Ich kann es mir eigentlich vorstellen. Verbrennung bleibt. Und mit dem Jetschlag. Ich weiß nicht, ob Jetschlag auf der Bank auch durch die Bestienenergie geboostet wird. Wenn ja, kann er Kangama gleich unboxen. Das wäre halt richtig kacke. Jetzt kann er sich noch ein Wahlband auf das nächste Zapdos und eine Lily. Okay, das heißt, er kriegt auf jeden Fall kein Bromley, aber er wird natürlich auch noch Tausch und sowas spielen. Aber das wäre nicht ganz so schlimm. Okay, er gönnt sich noch eine Elektroenergie. Von mir aus. Ach, weil er jetzt zurückziehen will, okay. Wechsel auf Zapdos und wird uns mit Zapdos eine reinhauen. Ist in Ordnung. 110 Schaden, aber er ist verwirrt. Und wir gönnen uns Feuerstein into 2 Feuerenergien weg. Zack, zack. Holen uns 2 Feuerenergien, ist in Ordnung. Absolut fein. Ich überlege gerade, wahrscheinlich machen wir Schweißer am besten, damit wir das nächste Kangama gesetup bekommen. Zack. Und wir hätten theoretisch gesehen einen Tausch, aber er stirbt ja so oder so. Und er kann uns nächste Runde auf jeden Fall nicht killen. Ja. Wir gehen einfach für Feuer. Wir müssen halt ein Damage mehr, also 10 Schadensmarken mehr auf Shabello Mosquito haben und der wäre halt tot. Aber den kriegen wir auf jeden Fall schon mal tot. Zapdos kriegen wir gekillt. Aber er kann jetzt halt natürlich in Mosquito gehen, was aber in Ordnung wäre, weil wir Kangama hätten. Aber er geht erst mit Jirachi. Okay. Wenn er geht, dann genau. Okay. Ja, Mann, ich habe nichts gesagt. Frage ist, kriegt er das Fluchtboard mit Jirachi? Oder hat er das vielleicht sogar schon die ganze Zeit? Rettungstrage holt sich wahrscheinlich seinen Zapdos wieder. Ich verstehe das Deck, ich sehe nur Mosquito und Chabelle irgendwie nicht so da drin. Kriegt er das Fluchtboard? Oder einen Tausch? Ich meine, er wird viele Tauschfluchtboards und sonst irgendwas spielen. Bromley, Tausch, Fluchtseil. Schreien der Bestrafung. Moment! Danke. Danke. Den nehme ich. Den nehme ich auf jeden Fall, weil wir haben das Feldgebläse. Wir können erstmal hier zack, zack, das hier weghauen. Der Schrein der Bestrafung war gerade insane gut für uns, weil er hat jetzt genau die 10 Schadensmarken da drauf bekommen, die wir halt haben wollten. Ich überlege gerade, wir können Kangama auf jeden Fall noch spielen und wir legen eine Cynthia. Weil wir brauchen einen Feuerkristall, den wir gerade irgendwie nicht bekommen. Wir haben auf jeden Fall noch ein Fluchtboard. Wir haben hier noch eine Double Colorless, die wir hier dran packen können. Haben noch einen Nestball, mit dem wir uns ein Papasso holen können, damit wir notfalls noch ein zweites Hallo oder Knocker gesetup bekommen. Und wir finden irgendwo Bumerang. Auf den und auf den. Und damit killen wir Shabelle und Mosquito. Und können uns 3 Preiskarten nehmen. Also die GX-Attacke ist halt wie gesagt situations... Ja, schön. 2 Feuerenergien. Perfekt, perfekt. Ist halt situationsbedingt echt gut. Und er kriegt jetzt seinen Vorschlaghammer auf Mosquito nicht mehr zum Einsatz. Was auch ganz gut ist. Er wird wahrscheinlich gleich Alola Knogger killen, aber dann kann ich halt ein komplett volles Kangama reinholen. Was auch noch echt lange lebt. Okay. Regenbogenenergie auf Jirachi. Ah ja, um es zurückzuziehen. Okay. Ja, er killt jetzt hier meine Alola Knogger. Ist in Ordnung. Weil er dadurch nämlich verwirrt ist, ist auch okay. Ich brauche nur eine Feuerenergie gleich. Ein Feuerkristall, eine Feuerenergie. Weil ich würde ungern mit dem Kangama. Okay, wir können es auch mit der Double Color das machen, ja. Macht keinen großen Unterschied, ist natürlich nicht ganz so geil, aber kann man machen. So, dann gehen wir in das volle Kangama. Ah, ich hätte in Jirachi gehen sollen. My bad. Ist noch früh am Morgen. Ja, wir können hier ein Double Color das dran klatschen. Den hier kriegt er nicht voll gesetupt. Wir können noch... Ja, wir können Tausch aktivieren, dann machen wir es so. Macht keinen großen Unterschied. Sternsuche. Holen uns... Cynthia, maybe... Nee, ich brauche eigentlich gar nichts davon. Also wäre es eh egal gewesen.
Schnitt zurückziehen in Kangama. Den Koga heben wir uns auf jeden Fall auf. Aktivieren Pokécom. Holen uns nichts davon. Brauchen wir nicht. Aktivieren Lilly. Zack, zack, zack. Ah, perfekt. Da haben wir auch schon den nächsten Alola Knogger. Damit der Dragosso nicht auch noch killt. Hitzemanufaktur brauchen wir nicht spielen. Jetzt können wir für Spirale gehen. Jetzt können wir für Wutschuss gehen. Das macht nämlich 160 Schaden. Und nächste Runde können wir jedes seiner Mons mit Koga killen. Bromley auch noch super nice. Gut gespielt. Er kann uns nicht killen, oder? Also er hat einen Bromley. Hat er einen Bromley? Ah, shit. Shit, und da ist das Kangaroo, ja. Ah, ich dachte, das wäre eigentlich safe. Aber okay, war trotzdem ein richtig spannendes Match. Ich glaube, ihr habt gesehen, was Dexo kann. Es ist nicht perfekt. Es macht wirklich nur Spaß zu spielen. Es hat sehr viele Schwächen, wie gesagt. Einer der größten finde ich immer noch, dass Kangama so wenig Leben hat. Mit 180 ist halt echt wenig. Aber dafür ist es halt auch nur ein Basis-Pokémon, ne? Aber ich glaube, ihr habt es gesehen, mit Jirachi am Anfang wären wir sehr viel schneller gewesen, was natürlich besser gewesen wäre. Aber ja, das Deck macht einfach viel Spaß zu spielen. Das heißt, falls ihr Bock habt, das nachzubauen, baut es auf jeden Fall nach. Es macht wirklich Spaß. Bringt frischen Wind rein und ist mal was komplett Neues, was man halt auch auf der Ladder nicht sieht. Und ich glaube, das ist auch für den Gegner ganz cool, mal gegen was Neues zu spielen, was erfrischend ist. Leute! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ist auf jeden Fall sehr gerne eine positive Bewertung da. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen und natürlich das Ganze auch unterstützen. Und den ganzen Kanal und so weiter und so fort. Der Support in letzter Zeit ist wirklich heftig. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.